Okay. Darf ich mal? Muss ich da jetzt auch rein? Ja, ich gehe da jetzt einfach mal mit rein. So, Tür schließt. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Eins, zwei, drei, vier Ratten. Ich kann zwar Manticore-Aktivitäten erkennen, aber Rattenaktivitäten. Gut. Kann ich die Ratten nicht einfach. Schlitz? Aber mein König wurde getötet. Schlitz? Und nach Kot. Schlitz, Schlitz, was, wenn das Schlitz. Platziert aus der kritische Treffer Ratten hier. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug? Ich habe gar keine Lust nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Ich stelle mir das gerade so vor, wie der Geralt mit seinem Schwert da so lang läuft und dann immer so die einzelnen Ratten, die hier rumfleuchen, so pieks. Aber wie so ein Schaschlikspieß, so auf Schlitz. Pieks, pieks, pieks. So eine Ratte, noch eine Ratte. Pupp, noch eine Ratte. Okay, wir gehen mal Ratten suchen. Ich finde das aber gerade irgendwie voll witzig. Putz, putz. Wahrscheinlich sind alle Ratten, die wir jetzt umgebracht haben, die kommen uns dann später, werden die nochmal als große böse Monster auf uns zukommen. Aber, na ja, scheiß drauf. Hup, hup, noch eine Ratte. Apropos, warte mal. Apropos Ratten. Kornspeicher. Hier gibt es doch bestimmt irgendwelche. Nein, hier gibt es nur Korn. Nur Korn im Kornspeicher. Soll vorkommen. Oh, guck mal, was ist denn das da? Sieht vielversprechend aus. Das sieht nach vielversprechendem Rattenkot aus. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Das ist richtig. Guck mal hier. Noch mehr Rattenkot. Rattenkot, da machen wir die Ratten tot. Warum sind wir jetzt eigentlich in diese Situation geraten, dass wir jetzt hier mit Triss Rattenkammerjäger spielen hier? Also, ne, so Ratten kaputt machen und. Naja, gut. Ich glaube, hier sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Ja, dann. Darfst du mal Dufte losduften? Oh, sind das Quintkarten? Hä? Was? Alles gut? Ja, da hinten qualmt's. Okay, ja, ganz wichtig. Wir suchen ja Ciri. Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Warum wir hier überhaupt sind. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine Gabel erwischt. Wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Was? Was sind denn das hier für Optionen? Ich hatte Zweifel, was unser Wiedersehen betrifft. Dachte nicht, dass es angenehm werden könnte. Das wollte ich doch gar nicht sagen. Egal. Ich will nicht wieder anfangen. Ich auch nicht. Aber es ist eins, etwas zu sagen und etwas ganz anderes, es wirklich zu tun. Wir wollten Freunde bleiben. Hoffentlich ändert sich daran nichts. Oh, das musst du mit Jennifer abklären. Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's Jen? Ja. Eiskalt, mir geht's gut. Das ist gut. Willst du sie mal persönlich fragen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Finde ich sehr gut. Und da kommen die Ratten an. Also die, die ich nicht umgebracht habe. Also das sind einfach echt viele Ratten. Was machen die hier in diesem Kornspeicher? Alter Verwalter. Ja, genau, alle zur Tür raus. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir.
die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Ist schon klar. Das hat mir gleich nicht gefallen. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutter. Alter, das Feuer ist aber ganz schön laut, ne? Wir sind wegen der Hexe hier. Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Herald. Wenn du meinst. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Alles klar. Alles klar. Dann kommt der Hexenjäger jetzt. So, welches habe ich denn hier? Das Igni. Perfekt. Ui. So, einen Hexenjäger schon mal weg. Der kam mir gleich sehr unsympathisch vor. Triss, du hast nur noch den einen, ne? Machst das schon, ne? Oder? Ah, ich brenne mal noch ein bisschen hier. Lalalala. So. Zack. Zack. Und da ist nur noch ein Stückchen von dem Hexenjäger übrig. Er hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Er ist nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Ich hätte auch gleich das ganze Geld im Voraus verlangen sollen. Verdammte Scheiße. Egal. Gut, wir müssen Brandon finden. Vorher gehen wir aber noch mal eine Runde plündern, weil, wer weiß, vielleicht haben die Hexenjäger irgendwelche Informationen an sich, die... Magisches Hexenjägerschwert, finde ich okay. Hier liegt auch noch ein bisschen Hexenjäger rum. Also so eine Hälfte Hexenjäger. Ich speichere auch mal kurz. Brandon! Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Hexe auch nicht, verschone oder? Mich, guter Mann! Sei nicht oder? Wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Der hat ja niemand nachgezählt. Was bist du denn für einer? Aha. Ja, gut. Passt schon. Ja, ich habe ja auch was von dem Geld. Denke ich mal. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Ach, jetzt spontan. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch so ein Zufall. Verseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Ja. Alles klar, dann. Danke für alles. Bis dann, Triss. Ich dich brauche. Ich wohne in den Scherben. Geh den Hügel hinauf, vorbei am Fischmarkt. Schau mal vorbei. Alles klar. Dann wissen wir, wo wir auf jeden Fall suchen müssen, falls sie uns gerade Kacke erzählt hat. Von wegen hier, ne? So. Also müssen wir zu einer Traumdeuterin gehen. Um mehr über Ciri rauszufinden. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. So, und das ist ja hier. Ach, ja, gleich die Straße runter. Ist ja. Gut, es ist zwar gerade dunkel, aber im Dunkeln ist ja gut munkeln, habe ich gehört. Lass mal da hingehen. Außerdem, warte, bevor wir das machen, ich habe ja hier noch so 1000 Sachen gefunden, die vielleicht interessant sein könnten. Eine Rüstung. Die, wow, in vielerlei Hinsicht besser ist als unsere. Die gibt ordentlich Vitalität nochmal obendrauf. Durch Bodenresistenz ist erhöht. Die ist eigentlich sehr gut. Eine mittlere Rüstung ist halt nicht unser. Wenn die jetzt noch gut aussieht, ich leg's mal an. Einfach mal, weil ich's kann. Tschack. Ja, gut aussehen, ja, geht. Wir sehen halt mehr und mehr anders aus.
Aber die hat halt echt gute Werte. Das Einzige, was die halt nicht hat, ist Resistenz gegen Schaden durch Monster und Elementarresistenz. Das hat nur unsere wieder. Das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, was ist das hier für ein schönes Ding? Das hat noch zusätzlich... Oh, das hat eigentlich auch gute Werte. Aufschlitzenresistenz und Verbrennenresistenz. Ja, halt nicht so viel Rüstung, ne? Und weniger Vitalität. Ich würde es mal kurz testweise anlegen, wie es denn aussieht. Guck mal, hier wären wir zu fett gepanzerten Ritter, wenn wir das so durchziehen. Ist ja übel. Ist, glaube ich, auch eine schwere Rüstung, oder? Ne, ist auch eine mittlere. Aha, mittel. Ja, hier, das, ich würde ja gerne bei der bleiben, weil die einfach so auch cool aussieht. Ne? Also, die hat halt so dieses typische, wir sehen halt typisch Hexer aus. Also, das macht eine schöne, schlanke Figur und alles. Aber wir müssen auch mal ab und zu mit den Werten gehen. Und an der Stelle würde ich einfach sagen, gehen wir mal mit dieser Rüstung. Wir behalten unsere natürlich, unsere Krieger-Lederjacke. Aber wir werden jetzt einfach mal mit dieser Brigantine gehen. Finde ich gut. Einfach mal, weil wir es können. Und ja, so schlecht sieht es nicht aus. Der Hexer sieht ein bisschen dicker aus. Hat halt zugelegt. Hat sich ein wenig gehen lassen. Aber meine Güte. So, klauen tun wir jetzt hier auf der offenen Straße nichts. Nicht, dass hier schon wieder irgendwelche Wachen rumspringen und uns verfolgen. Das muss ich jetzt nicht haben. Obwohl, ein bisschen. Ein bisschen klauen können. Ja, so. Eine Wasserflasche, noch eine Wasserflasche und noch eine Wasserflasche. Drei Wasserflaschen. Geht schon klar. Weil wir einmal dran vorbeigekommen sind. Und hier gibt es noch ein bisschen Snaps. Ja, der Alkohol ist eh schlecht. Ja, wenn er hier auf der Straße rumliegt, nachher finden die noch Kinder. Kinder dürfen keinen Alkohol trinken. Ganz einfaches Prinzip. So. So, laufen wir mal ein Stückchen und hier ist das irgendwie, aber wir müssen außenrum? Okay, ich gehe jetzt einfach mal die Straße hier hoch, anstatt den langen Weg drumherum zu gehen. Das ist mir dann, da vorne sind auch irgendwie schon wieder Wachen. Das muss ja nicht sein und ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Und es ist kaputt, wer hat's gedacht? Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Und sitzt in einem kaputten Hinterhof? Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Finde ich gut. Folgendes. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen. Seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Und warum bist du hier? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Ach, die macht da so eine Art Geisteraustreibung oder was? Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen? Ein Geisterhaus. Oh, verschiedene. Gekicher nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Die hat einer im Flur geschissen. Und dann denkst du, das sind Geister. Naja. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Super nett, dankeschön. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Ja, gut. Das passiert, ne? So, schauen wir mal rein, was hier so abgeht. Was denn da los? Was ist das hier für ein Geisterhaus? Wo sind hier die Geister? Apropos Geister. Ich weiß nicht, ob... Ja, werden vielleicht Geister kommen? Ich mach mal kurz eine Fackel an, damit ich und auch ihr besser sehen könnt. Draht, ja. So, Alkohol, Brot, noch mehr Alkohol. Finde ich gut. Was gibt's hier? Schönes Parfüm. Und ein Kerzenhandel. Ich bin ja gewillt, vielleicht auf meine Silberklinge noch ein bisschen Geisteröl zu schmieren. Einfach für den Fall, dass hier tatsächlich Geister wirklich auftauchen sollten, oder... Just course, ne? Aber ich speichere erstmal hier. Plündere noch ein bisschen, was zu plündern ist. Hey, geh weg! Tu das nicht! Lass das! Okay, wir gucken mal, was die stöhnende Frau da oben so zu sagen hat. Dankeschön fürs Tür aufmachen. Sehr freundlich. Ah!
Okay, und es ist... Hansi? Das war doch... Das war doch Hansi, oder? Nee, nicht ganz. Es ist nur ein Traum. Mach auf. Komm, slap, slap mit Metallhandschuhe. Spooky. Passend zu Halloween. Der Dachboden. Die Dachbodenpuppe? Alles klar. Ich hätte mich jetzt so kaputt gelacht, wenn Geralt mit dem Metallhandschuh hier eine verpasst hätte. So slap. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Pass auf. Bevor ich jetzt irgendwas mache, ich guck mal kurz ins Bestarium, weil. Geister sind es anscheinend nicht. Nee, das ist es auch nicht. Das ist aber interessant zu wissen, dass wir da. Oder? Habe ich das jetzt angeklickt? Ja. Okay, Nekrophagen, Konstrukt, Vampire, verfluchte Wesen. Nein, verfluchte Wesen waren es auch nicht. Sondern Bestien, Geister, sind das... Nein. Relikte? Relikte. Ein Göttling. Genau, das sah aus wie ein Göttling. Wie Hansi damals im Sumpf einer war. So, und die sind... Interessant. Ja, okay. Keine... Ja, wer macht da... Warum ist meine Fackel eigentlich wieder aus? Zack, wieder an. Alchemistenpulver. Tu das nicht. Lass das. Ja, die gute Frau, die ist ein bisschen durch den Wind, aber ist auch verständlich. Und die stöhnt hier weiter rum, also das ist ja der Wahnsinn. Ich sehe das gar... Nein. Das ist kein Blut, das ist... Oh. Eine Leiter. Ja, schauen wir mal nach oben. Ist ja perfekt. Puppe auf dem... Kommt nicht in den nächsten Raum. Ah. Salpeter und... Wir könnten uns jetzt, sagen wir mal, mit einer Art vielleicht... einen Weg bahnen. Das würde sicherlich gehen. Huch. Ah, ich habe erstmal eine Kerze angemacht. Wieso kommen wir hier nicht in den nächsten Raum? Können wir da nicht einfach durchbrechen oder so? Ich probiere es einfach mal. Ob Art hier funktioniert. Wir machen die rabiate Variante. Und, siehe da. Ja, brutal. Hilft uns weiter. Kuhmilch gibt's hier und einen Becher und Salpeter. Ich plündere erstmal alles, was es gibt. Huch, Zeichen des Kinder... Moment. Da haben wir was gefunden, was interessant ist. Was ist das denn? Zeichnung eines Kinderbetts. Papier, hast du dich gemalt wurde? Anscheinend. Okay. Ich habe die Vermutung, wir müssen eine Puppe, die wir hier finden werden, in ein Kinderbett legen, um irgendwas zu provozieren, oder? Seltsam. Kinderpuppe? Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir doch vielleicht ein Kinderbett suchen sollten, wo wir die Puppe reinlegen können. Gut, habe ich so verstanden, liebes Spiel. Moment, hatte ich die Truhe schon geplündert? Ja. Schade. Okay. Ich würde mich ja auch eigentlich ganz gerne nochmal quennen. Sicher ist sicher. So, dann kurz die Leiter runter. Komm. Dann schauen wir mal hier in den Raum. Hier müsste ja dann eigentlich ein Kinderbettchen sein. Ach, gucke an. Da ist es sogar. Ja. Tun wir das Ganze doch mal und legen die Puppe in das Kinderbettchen. Einfach mal schauen, was passiert. Spooky. Spooky, spooky. Okay, nehmen wir das mit. Hier liegt jetzt die Puppe im Kinderbettchen. Hier ist noch ein Becher. Huch. Noch eine Zeichnung. Meisterwerk. Ein Ofen. Kamin. Ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Schauen wir uns das nochmal genau an. Also, Bildnis eines Backofens. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, es ist ein Kamin von der Zeichnung her, aber Ofen soll mir recht sein. Schauen wir mal. Hups. Da fehlt eine Stufe.
eine totale Geisterstufe. Kennt ihr das, wenn er dann auch so irgendwie eine Treppe rauf oder runter geht und dann denkt, da ist noch eine Stufe oder da fehlt noch eine Stufe? Genau das war jetzt gerade der Fall. So eine Geisterstufe. Okay, ich vermute mal, dass es hier unten ist. Vorher gucke ich aber mal noch, was es hier noch so Schönes gibt. Eine Wasserflasche und ein Stück Draht und ein bisschen Schnaps. Die Kinder sollten eh nicht mit Schnaps im Haus leben. Hier, das ist, eine Leiter. Hallo. Und da ist auch schon der Ofen. So, ich kenne mich nochmal kurz, einfach weil ich Angst habe vor Geistern. Und dann untersuchen wir das gute Stück mal. Ja, Geralt, steck mal den Kopf rein. Einfach gucken, was passiert. Hi. Ah, doch ein Göttling. Gucke an. Hab ich dich erschreckt? Ich hab ein bisschen mit dir gerechnet. Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Okay. Ja, sag mal. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber eben. Andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt dir überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Nein, wir werden sie nicht rauswerfen. Wir werden eine Vereinbarung treffen. Mit Göttlingen kann man reden. Für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte. Lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, doch, der schien so, als ob er Hexern vertraut. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Oh, nö, Göttlinge sind eigentlich... Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Okay. Göttlinge sind ja eigentlich... Ja, nette... Relikte. Also von daher. Ich hätte jetzt auch nicht die Lust gehabt, gegen den Göttling irgendwie zu kämpfen oder den rauszuschmeißen aus dem Haus, weil das ist. Die sind ja wirklich wie Kinder vom Gemüt. Das ist. Ja. Aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Guck, meine sind hübsch. Naja. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal nach oben und wecken die werte Träumerin auf da. Na, die olle Schlafmütze. Ja, aber. Nee, die kann doch hier nicht einfach rumlachen und freche Sachen machen. Aber das mit dem Geisterhaus finde ich schon, ist schon irgendwo eine coole Sache. Oh, guck mal, wer da wach ist. Guten Tag, werte Frau. Haben Sie ausgeschlafen? Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Nein, du bist nicht Triss Merigold. Grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real.
und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Zum Beispiel einfach mal nett mit denen reden. Vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Alles klärchen. Das war einfach. So. Ein schickes Häuschen. Ja, und den, jetzt müssen wir noch kurz mit dem Bankier draußen reden. Den, der, huch, da war wieder die Geistertreppe. Machen wir auch noch kurz Fackel an, weil wir wollen ja sehen, was hier abgeht. Mit dem Dunkerdunk, oder wie er heißt. Guten Tag. So, Rudolf de Jonker, Jonkherr heißt er. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ja. Ich weiß zwar, was da spukt, aber wir sind Hexer und wir haben dem Göttling versprochen, dass das die Vereinbarung ist. Also werden wir den Göttling auch nicht belügen und der ist Bankier, der hat genug Geld. Der wird vielleicht jemand anderes schicken, das könnte ein Problem werden für den Göttling. Aber ja. Wir nutzen da keinen Vorteil. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Eben, das ist meine Vorstellung von der ganzen Sache. Und ist es für den Notfall, falls das erste bringt? Nein. Okay. Dann haben wir das auch gemacht und wandeln weiter durch die Nacht. Durch die Nacht. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich auch ein Boyskin. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Witcher 3. Und dann schauen wir mal, was die Corinne uns sozusagen hat über Ciri. Ich bin da mal sehr gespannt. Wir wollen ja auch noch ein paar andere Dinge machen, nochmal beim Roten Baron vorbeischauen und diverse andere Nebenquests machen, Hexeraufträge. Es gibt so viel zu tun und wir müssen Level upen, da die Gegner ordentlich hart sind auf diesem Schwierigkeitsgrad, auf dem wir spielen. Ja, und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, verabschiede ich mich für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.